Hallo alle RC-Movie-Fans. Heute regnet es draußen und mit Modellfliegen ist außer am PC nicht viel los. Da dachte ich, dass ich mal einen Film über das Filmen von RC-Modellen mache. So etwas gibt es hier noch nicht und zu jedem schlecht bewerteten Videos Tipps dazu zu schreiben, ist ganz schön zeitaufwendig. Vielleicht sind noch andere User, die richtig professionell das Filmen betreiben, vielleicht können die auch ein paar Tipps abgeben. Und die jetzt zuschauen und sagen, Mann, das habe ich noch nicht gewusst. Wir können so einen guten Film machen. Meine Tipps sind ein paar Grundlagen, die man beim Filmen beachten soll. Denn es ist fast wie Fotos machen. Der Unterschied, das Bild bewegt sich. Der erste Punkt ist die Kamera. Was nehme ich am besten für eine? Die Kamera sollte mindestens 640x480 Pixel aufnehmen können. Das ist eine gute Auflösung und für RC-Movie reicht sie aus. Darauf achten, dass keine Zeitbegrenzung beim Filmen eingebaut ist. Eine Marke begrenzt immer auf 15 Sekunden. Das ist natürlich nicht so toll. Dann sollte die Kamera möglichst 25 Bilder pro Sekunde und mehr machen. Manche haben nur 15 Bilder pro Sekunde. Es werden weniger Daten geschrieben, aber die Qualität ist nicht so gut. Zum Filmen sollte ein zweiter Mann mit dabei sein. Es gibt auch eine Idee, die Cam am Kopf zu befestigen, das bei sehr schnellen Flugzeugen super gut ist. Die Cam einfach abzustellen ist nicht so gut. Man kann schlecht durch das Sichtfenster schauen und gleichzeitig das Modell im Auge behalten. Also wenn möglich, lieber nicht nutzen. Zuerst kommt die sogenannte Totale. Sie zeigt den Zuschauer, wo man sich gerade befindet und gibt ihm einen Überblick über das Geschehen. Dann sollte man erst einmal eine Nahaufnahme machen vom Modell und nicht gleich losfliegen. Nahaufnahme heißt, richtig nah ans Modell gehen. Der Zuschauer kann sich so ein Bild machen, kann interessante Details erkennen und so weiter und so weiter. Beim Filmen das Bild ca. 3 bis 5 stehen lassen. Die Regel ist, je mehr Details ich erkenne, desto länger muss ich filmen. Viele bauen hier auch ein Foto ein, aber Filmsequenzen schmiegen sich einfach harmonischer in den Film ein. Schwenks sollten immer von einer zur anderen Richtung kontrolliert gehen. Nicht einfach zurückschwenken. Die Regel sagt, erst einmal 2 Sekunden filmen, ohne zu schwenken, dann mit konstanter Geschwindigkeit schwenken und am Ende wieder 2 bis 3 Sekunden das Bild stehen lassen und dann erst aufhören zu filmen. Das Filmen der Flugmodelle ist eine sehr hohe Kunst. Das Problem, der Kameramann muss immer genau erkennen, wo der Pilot sein Modell hinsteuert. Auch das Mitziehen der Kamera bei einem fliegenden Modell ist sehr anspruchsvoll, also nicht entmutigen lassen, weitermachen. Der nächste Punkt, nicht zu lange filmen, das heißt, die Zuschauer mit einer Kameraperspektive langweilen. Wenn ich ca. 2 Minuten oder noch länger die Cam am Stück laufen lasse, pennen mir die Zuschauer ein, wenn nicht zum Kunstflug geboten wird. Also einfach mal den Standort auf dem Feld wechseln, darauf achten, immer mit Absprache des Piloten, sonst gibt es böse Modellkollisionen. Auch den Piloten mal kurz für ein paar Sekunden mit ins Bild bringen. Das heißt, je mehr ich schneide, desto kurzweiliger wird der Film. Ich kann mit der Kamera von Anfang an immer wieder mal den Film kurz stoppen. So brauche ich nicht zu oft zu schneiden. Schaut euch bewusst mal die Beiträge in der Tagesschau an. Die einzelnen Sequenzen sind nicht mehr wie 15 Sekunden oder 10 Sekunden lang. Die Beiträge sind 2 bis 3 Minuten lang und man ist voll informiert. Hier kann man wunderbar abgucken. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Tipps zum Filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.